Hallo? Hallo? Hey, moin. Hallo, wie darf ich dich denn hier nennen in der Kolkalo Call-In Show? Ach, machen wir es kurz, nenn mich einfach CF. Hallo CF und herzlich willkommen, schön deine Stimme zu hören. Mein Lieber, wie geht's dir? Aber mir geht's gut. Ich denke mal, ohne zurückzufragen, dass es dir auch sehr gut geht, weil du hast schon so einen kleinen Sitzen, oder? Ich habe mich schon, meinst du, ich habe mich so in Rage gequatscht. Ich habe mich so vielleicht ein bisschen in Rage gequatscht. Ist ja Karneval heute hier in der Sendung. Mein lieber CF, hör mal. Kannst du dich an dein letztes Karnevalskostüm erinnern? Warst du jemals auf einer Karnevalsparty? Um Gottes Willen. Nein, ich bin jetzt hier der Anti-Anrufer. Ja, also, jetzt mal Butter bei die Fische. Mein Lieber, können wir so ungefähr sagen, wo du so herkommst, geografisch, Ja, Deutschland, klar. technisch? Wo kommst du denn so Natürlich. weg? Ja, na, aus Hamburg. Aus Hamburg. Also, ich sag mal so, Hamburg ist auch jetzt wirklich nicht als große Karnevalshochburg bekannt, oder? Nee, überhaupt nicht. Ich bin ja eigentlich gebürtig aus Hessen, Gießen, um genau zu sein. Das sind jetzt von Köln auch nur 200 Kilometer entfernt. Und ich bin ja eigentlich ein großer Köln-Liebhaber oder war großer Köln-Liebhaber. Mein großes Vorbild ist, auch hier könnte man vielleicht sagen, war Stefan Raab, der ja wirklich Karneval geliebt hat. Aber trotzdem, ey Leute. Du, jetzt muss ich gerade mal fragen. Hat eigentlich Stefan Raab das in seiner Sendung auch mal so ein bisschen zelebriert, den Karneval? Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Aber auf höchstem Niveau. Er hat nicht nur jedes Jahr eine Karnevals-TV-Total-Sendung gemacht, sondern irgendwann gab es die TV-Total-Prunksitzung, in der es aus einer riesen Schauhalle wirklich, keine Ahnung, was das war. Also ich verstehe ja diesen Hype nicht, aber ja, er hat das sehr zelebriert, Ich kann mich sehr. da überhaupt nicht dran erinnern. Aber gut, auf jeden Fall, dann war es so. Ich habe das wirklich überhaupt nicht mitgekriegt oder wahrscheinlich dann schon abgeschaltet, wie das so ist, wenn einen das nicht so interessiert. Mein lieber CF, das heißt, du bist gebürtig aus Gießen. Gießen, hast du gerade gesagt, liegt quasi im Großraum Köln, möchte ich mal sagen. Nein, 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 um Gottes Willen. Nein, also 200 Kilometer. Also, aber das heißt, du bist großer Stefan Raab-Fan, kann man das so sagen? Ja. Wir zwei sind schon eigentlich mit Stefan Raab groß geworden. Ja, und du hast dein Hemd übernommen dann. Und, genau, aus dem alten Fundus von Vivasion noch, habe ich ausgeräumt bei eBay. Nee, aber mal im Ernst. So, und dann Gießen. Wie ist das in Gießen? Gibt es da irgendwie, ist man da karnevalistisch unterwegs oder feiert man da Fasching? Bist du da irgendwie ein bisschen geprägt oder gar nicht? Ich glaube auch überhaupt nicht. Ich glaube, das ist, also klar, man hat auch solche komischen Fastnachtsumzüge, also so im minimalen Teil. Es gibt auf jeden Fall mehr Berührungspunkte als mein jetziger Wohnort Hamburg damit. Und man macht als Kind auch gerne Verkleidung und solche Umzüge mit, indem dann irgendwelche 0,01 Cent Bonbons auf dich geworfen werden, die dir dann letztendlich auch noch die Milchzähne rausreißen. Aber letztendlich, nee. Ich gehe eigentlich davon aus, dass durch die Berührung und die Liebe zu Köln das irgendwie mitgekommen wäre, aber ich finde es wirklich absolut verwerflich. Ja, das klingt auch ein bisschen verwerflich sogar, dieses Karnevalgeschehen. Verwerflich. Naja, woraus besteht Karneval? Es ist ein Humor, über den wir nicht diskutieren können, weil über Humor, ne, weißt du ja, kennst Ja, das Sprichwort. wie So. Hemden, ja. Schön und gut, wenn die drüber lachen, wenn sie sich verkleiden wollen, schön und gut, wenn sie halt umweltschädliches Konfetti in Tonnen überall hinkippen müssen, auch von mir aus, bitteschön. Aber dieser Alkohol, der dabei fließt, der spielt ja keine kleine Rolle, dass die Gags dadurch erträglich werden. Könnte was Und dran sein. da fängt der, für mich der verwerfliche Punkt an, weil das finde ich nicht witzig, denn ich bin leider auch im familiären Raum mit Alkohol sehr schlecht aufgewachsen, will damit sagen, ich habe sehr negative Erfahrungen gemacht, dadurch, dass der familiäre Umkreis, der Freundesumkreis quasi abhängig dadurch geworden ist. Und genau deshalb finde ich das nicht geil. Klar, jetzt kommen natürlich die Leute, die sagen, man kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Dann erklärt mir aber bitte die Witze.
Ja, okay, ich verstehe. Gut, wenn du da sowieso geprägt bist, das kann ich gut verstehen, wenn einen das dann irgendwie nicht so richtig abholt, wo dann auch so richtig Alkohol fließt und so weiter. Du sagst, man muss sich die Witze im Prinzip schön saufen, da bist du dann nicht dabei. Ja, aber es ist tatsächlich so, also ich sag mal so ein bisschen so eine Köln-Liebe zu haben, aber vom Karneval nicht abgeholt zu werden, hört man auch nicht so oft. Nee, das gebe ich auch zu. Also es ist ja auch nicht so, als hätte ich mich nicht mehrfach versucht, den zu öffnen, aber sorry. Wie muss man sich das vorstellen? Du so vorm Spiegel malst dir deine Nase so ein bisschen rot an, lässt dir Blackface laufen und du willst da so reinkommen in den Vibe, aber irgendwie, du stößt es auch ab. Die Farbe blättert dir von der Nase. So stelle ich mir das vor. Als Kind wurde man noch dazu gezwungen. Ich musste, ja, ich weiß, ich bin ein Typ im Kindergarten Pippi Langstrumpf-Kostüm haben. Spricht nicht gerade für mich, gebe ich zu. Wieso? Ich bin da auch als Pumuckl, Frau Antje, fand ich eigentlich so Ah, sehr gut. Jetzt stehe ich nicht so doof da. Alles gut. Also hast ein paar Mal versucht damit. Wie findest du denn diese Karnevalslieder? Holt dich das irgendwie ab? Da gibt es ja auch manche so melancholische, nachdenkliche Sachen. Oder hast du das gar nicht so auf dem Schirm? Naja, wir sind ja, glaube ich, alle, auch wenn man nicht Karneval kennt, mit Viva Colonia aufgewachsen, ne, von Herrn Höhnern. Also das Stimmt. kann ja jeder mitgrölen. Es ist mir eben Also. aber gar nicht eingefallen. Ich hatte immer nur Merlosse de Dom in Kölle Ja, im und das Kopf. 15 Mal aber. Besser als nichts. Viva Colonia, so. Und aber das holte ich auch nicht so richtig ab. Also natürlich hat man das als Jugendlicher mitgekrölt und ich kenne auch Melaus oder Dom in Kölle. Ich kann dir die Strophe dazu auch oder den Refrain oder was auch immer das ist da auch aufsagen, weil Stefan Raab das halt auch immer geträllert hat. Ne? Aber an sich, nee, ich kann auch den Dialekt, der ist ja, er ist jetzt nicht schlimm oder so, aber muss man damit Lieder schreiben? Nee, lass mal. Kannst du so schön Kölner Dialekt, kannst du das nachmachen? Kannst du das sprechen? Oh Gott, was sagen die dann? Die haben ja so ein die sprechen das ja so. Das hat so ein bisschen was von platt, aber andererseits ist da, oh Gott, wie soll man das definieren? Ja, die sprechen ja sowas wie Puppekorb, ne? Wenn ein Puppenkorb, also ein Jeck, der Puppekorb. Das klingt ja so ein bisschen auch nach platt, aber andererseits ist es halt Kölner Akzent. Ich glaube, es gibt kein anderes Wort dafür einfach. Ich habe das mal gesehen, das war irgendwie so eine Sendung über deutsche Dialekte und Akzente und so weiter. Und das Kölsche ist wirklich was ganz Eigenes. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, was da drumrum ist. Das ist so eine Insel. Kölsch ist auch nicht so richtig rheinisch. Das ist was ganz anderes. Und das ist irgendwie von ganz weit weg, ist dieses Kölsche in diese Kölner Raum eingetragen worden. Und da hat sich irgendwas gemischt und es ist selbst für diese Sprachwissenschaftler gar nicht so einfach zu sagen, wo kommt das eigentlich her? Weil so richtig, es ist in Bonn, Bonn ist nicht Köln, das ist eigentlich was ganz anderes und so. Und deswegen, das ist auch wirklich so ein bisschen, glaube ich, auch noch nicht so ganz geklärt, wie das sich so entwickelt hat. Ja, es hat auch wirklich nichts von den Nachbarländern kopiert oder so. Es ist wirklich so eine eigene kleine Welt. Also so lecker Mätsche. Ja, Das lecker Mädchen. spricht man weder im Rheinischen noch im Hessischen noch so. Also das ist ja wirklich. Naja. So ein lecker Mädchen. Mein lieber CF, Leute, wir haben hier CF in der Leitung und unser CF ruft hier an heute zum Thema Karneval. Meine Lieben und lieber CF, jetzt hast du vorhin in den Chat geschrieben, Karneval war dir eigentlich mal egal. Mittlerweile hast du geschrieben, wärst du davon genervt. Was ist denn da passiert in der Zwischenzeit noch? Wie bist du denn von genervt auf Hass oder Ablehnung umgeschwenkt? Oder von egal auf genervt. Wie kam das? Jetzt bin ich selbst erstmal total perplex, dass du sagst, ich rufe zum Thema Karneval an. Das wird mir jetzt erst bewusst. What the fuck? Warum rufe ich zum Thema Was Karneval ist eigentlich an? los mit dir? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, aber ich habe da drauf gedrückt, auf einmal war ich hier drin. Naja, also, es war einem egal, weil als Kind hat man das dann halt einfach mitgemacht. Und danach war es einem egal, weil es hat einen nicht mehr wirklich mit berührt, weil es gab keine Berührungspunkte oder sonst irgendwas. Du konntest ja selbst entscheiden, gehst du in die Menschenmassen oder sonst irgendwas. Der Hass ist ja nun wirklich erst gekommen, nachdem man ein bisschen älter wird und realisiert, was steckt da eigentlich dahinter. Und da kommen wir halt wieder zu dem Thema Alkohol. Und ich Verstehe. finde das echt,
finde es halt nicht cool. Ich meine, ich musste ja auch dadurch, dass die Alkohol, jetzt sind wir mal ganz böse und alle hören mal weg, das gehört eigentlich nicht in die Öffentlichkeit, mit Alkohol erzogen wurde und so weiter und so fort. Und daher prägte sich natürlich, dass man viele Alkoholiker in der Jugend erlebt hat und diese Art und Weise mehr als nur verachtenswert ist. Ja, und wenn ich das dann heute sehe, denke ich mir halt, Leute, ihr wisst einfach nicht, was ihr tut. Ihr konsumiert gerade schlimmere Drogen, als wir legalisiert haben. Ja. Das sind harte Worte, aber... Nein, ist ja auf jeden Fall so. Ich sag mal, toxikologisch, sag ich mal, ist die Sache klar. Ja, kannst irgendwie, du kannst 100 Gramm Gras fressen, musst du vielleicht kotzen danach, aber du bist nicht vergiftet. Ich sag mal, bei 2-3 Litern Alkohol oder wenn du nichts gewohnt bist, so eine Flasche Wodka, dann wird es ganz schnell dunkel. Das ist auf jeden Fall so, mein Lieber. Also, für dich ist im Prinzip dieses ganze Karnevalsding verdorben durch diesen ganzen Alkoholkonsum, der damit einhergeht. Im Prinzip ja, ich lehne ja jetzt nicht Alkohol ab, ich bin kein Anti-Alkoholiker oder sowas, ne? Aber ich finde einfach, wenn man sich da nicht kontrollieren kann, und das beweisen ja meist immer die Medien danach, dann finde ich das sehr verwerflich. Ich meine, wenn man dadurch vielleicht schönere Stimmung hat, jo, von mir aus, lasst mich dann aber bitte nicht mit in der Runde sitzen, weil ich finde die Themen dann immer ganz, ganz furchtbar oberflächlich. Ja, man kann es halt auch einfach übertreiben und leider ist es in den meisten Fällen einfach so. Es ist aber auch sehr schwierig, wenn du in einer Runde sitzt, die wirklich schon richtig einen drin hat und du hast nur so ein Bier oder gar nichts getrunken. Das ist aber auch schwierig. Ja. Das ist schwierig. Aber ich muss sagen, grundsätzlich ist es so, wenn du in den letzten Jahren dann mal so diese Karnevalsberichte siehst, was weiß ich, RTL aktuell 18.45 Uhr oder so, wann das kommt, dann gab es selbst auf RTL immer so Klagelieder in den Nachrichten. Oh, es gibt mittlerweile so viel Tourismus von außen nach Köln rein zum Karneval. Es würde nur noch ums Saufen gehen. Das wäre ja alles so die Oktoberfestisierung des Kölner Karnevals. Da hat sich selbst die RTL-Nachrichten drüber beschwert. Und wenn das schon ist, dann weißt du Bescheid. Dann liege ich da vielleicht ja gar nicht so falsch. Ansonsten, klar, ey, das ist ein regionales Ding, feiert, das ist gar kein Problem für mich und so weiter und so fort, ne? Dass man das von außerhalb nicht versteht, liegt eben genau daran, dass man diese Regionalität darin feiert. Aber ja, gut, ich habe meinen Standpunkt dazu vertreten. Wie ist das in Hamburg? Hast du da irgendwie mal, gibt es da irgendein, ich habe es vorhin ja mal gesagt, immer überall da, wo gar kein Karneval gefeiert wird, gibt es aber immer so irgendein Dorf und da ist dann Karneval. Das ist immer so, also bei meiner Heimatstadt, da ist nichts, aber zwei Dörfer weiter, da ist Karneval. Wie ist das in Hamburg? Gibt es dann da so einen Umzug in Altona und im ganzen anderen, in der ganzen, im Rest der Stadt ist nix. Wie muss man sich das vorstellen? Wenn wird da auch nur Fasching, oder was heißt nur, wenn wird da Fasching gefeiert, ne? Also wenn es, was die Dörfer angeht, weiß ich nicht, weil ich in der Stadt selbst wohne, aber ich glaube, hier ist wirklich gar nichts. Also es gibt so ein Meme über Hamburg, das zeigt einen leeren Rathausplatz und darunter steht, trotz Corona feiern wir Karneval wie immer. Stimmt, ein leerer Rathausplatz, ja. Nee, ich glaube, hier ist das wirklich überhaupt nicht. Es kann sein, dass du wirklich in den Vororten, nur damit die Kinder halt so ein bisschen Spaß haben, sich verkleiden können und so weiter und so fort. Aber das, nee. Also da sind wir hier raus. Ich habe das vorhin hier tatsächlich auch gesehen. Ich weiß gar nicht, kriege ich das jetzt hier rüber? Ja, so. Ich habe mittlerweile auch einen Twitter-Account. Ich finde es ganz schlimm auf Twitter, aber trotzdem habe ich diesen Account. Und der soziale, mediale Druck, trotzdem anzulegen. Wo ist dein OnlyFans-Account? Ja, das kommt als nächstes. Also ich sag mal, ab 1. April steht der OnlyFans-Account. Hier ist dieses Ding. Hier, trotz Corona-Pandemie, Hamburger feiern Karnevalsauftakt wie jedes Jahr. Ja, so der Hamburger, der ist nicht so. Der ist so ein bisschen kurz angebunden, oder der ist so hanseatisch, der malt sich die Nase nicht rot, oder? Nee, das kommt bei uns überhaupt nicht in Frage. Was wird in Hamburg eigentlich groß gefeiert? Oha. Oh, eine Frage, auf die ich mich hätte vorbereiten müssen. Ja, aber man kennt das doch so. Ich sag mal, in München ist klar, da also sagt man gleich, großes Fest ist Oktoberfest. Nein, doch, ja, natürlich. Also wir haben in Hamburg haben wir dreimal jährlich den Dom.
Das ist jetzt nicht der Kölner Dom oder so, sondern der Dom ist ein Jahrmarkt. Und es gibt den Frühlingsdom, den Sommerdom und den Winterdom. Jetzt fragt sich der geneigte Zuhörer, was ist mit dem Herbstdom? Ich beantworte die Frage mit einem Ja. Und das ist dann eben auch ein Volksfest. Das besteht immer einen Monat lang. Also im Prinzip hast du 3 Monate, also ein Quartal, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Ein Quartal lang im ganzen Jahr ist Jahrmarkt in Hamburg. Und das auf dem großen Feld, das Heiligen Geistfeld. Dort steht das größte mobile Riesenrad. Das steht da jedes Jahr. Es sind eigentlich jedes Jahr auch dieselben Buden. Das ist der Hamburger Dom. Eigentlich sehr cool, aber leider auch jedes Jahr dasselbe. Wir haben ansonsten den Hafengeburtstag, Ach ja, genau. der dann eben quasi ein Mini-Dom ist, ja, in dem auch so ein paar Fressbuden stehen und ein total überlaufener Hafen, in dem wirklich eigentlich nur Alkohol getrunken wird und vielleicht so die eine oder andere Showbühne steht. Aber ansonsten, ja, ist das nicht lohnenswert. Das Einzige, was dort lohnenswert ist, ist dann eben um, ja, ich weiß gar nicht, ob es um Mitternacht, jedenfalls zum späten Abend, sehr frühen Morgen, gibt es Feuerwerk und zwar von der AIDA. Die AIDA steht in der Elbe. Und von dort wird dann, oder beziehungsweise hinter der AIDA, ich glaube, das wird da irgendwie von so einem extra Boot, wird dann ein großes Feuerwerk gezündet. Und wir reden da ja nicht von irgendwelchen Silvesterkrachern, sondern von richtigen Pyrotechnikern. Das ist sehr, sehr geil anzusehen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Nur man kommt dort dann auch 3 Stunden nicht mehr weg, weil es sind so viele Menschenmassen, die sich dann auch alle in die Bahn stecken wollen. Ich Ui, je. verstehe. Aber da lasst ihr euch nicht lumpen. Also Hafengeburtstag ist so ein bisschen wie Kieler Woche. Ist Kieler Woche auch sowas wie so ein Hafengeburtstag? Ist das sowas Könnte man Ähnliches? sagen, nur Kieler Woche ist natürlich nochmal ein bisschen kleiner eigentlich, weil Kieler Woche geht ja einmal um dieses, oh Gott, wie heißt das Ding da? Geht das da so einmal rum und der Hafen ist ja schon ein paar Kilometer lang, also der streckt sich ja von den Landungsbrücken bis zum Elbstrand hinten, also das sind ein paar Kilometer. Da stinkt Kiel natürlich gegen ab, muss man leider so sagen. Ja, mein Lieber, aber du bist ja, dich hat es ja auch nach Hamburg verschlagen. Was interessiert dich Kiel, oder? Hamburg für Okay. immer bei dir? Nee, würde ich so gar nicht sagen. Also Hamburg war immer mein Traum, hat auch wirklich 6 Jahre gedauert, bis ich ihn erfüllt habe. Aber man braucht ja trotzdem so einen Lebenstraum. Ich würde am liebsten, ich weiß, es klingt sau überheblich, aber es ist ein Lebenstraum. Ich würde gerne ein Haus am Meer haben. Und das, ja, in Hamburg hast du halt die Elbe und die Alster, aber kein Meer. Schwierig, ein Haus am Meer. Also Wäre reden ein wir jetzt hier noch Traum. von Nord- und Ostsee oder wo soll das sein? Ja, genau, das reicht schon. Also, wenn es halt dann die Niederlande sein muss oder Dänemark, damit es am Meer ist, aber das wäre ein Traum. Also, wenn ich Also. dann sagen kann, Leute, dort ziehe ich ein, in 5 Jahren bin ich in Rente, das wäre schon was. Berge oder Meer, da bist du eher beim Meer, mein Lieber. Ja, ich sag mal, du bist ja gut unterwegs in der Medienbranche. Das heißt, du kann ja nicht mehr lange dauern, oder? Dann müsste ich vielleicht auch mal Geld verlangen für Dinge, die ich in der Medienbranche tue. Dann können wir darüber reden. Ja, gut. Irgendwann sind die Praktika ja auch mal vorbei, oder? Dann kommen noch die großen Checks. Da musst du so ein Reality-Format als Regisseur begleiten und so. Da wird richtig verdient, glaube ich. Ach ja, es ist ja das meiste ist immer Freundschaftsdienst, ne? Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Man nimmt ja immer nur die Werbung mit und hofft dann daraus, was Eigenes zu bauen, aber so Geld. Ach, in der Medienlandschaft Geld, ei, ei, ei. Da musst du schon ein bisschen größer sein. Ja, also du musst dich, glaube ich, in so Bereiche runterlassen, wo so ein CF gar nicht hin will, oder? Oh, jetzt wird's deep. Oh nee, ich verweigere die Also Aussage. es gibt ja, ich weiß ja, ich habe mal von so einem Produzenten oder Regisseur, egal wie auch immer, so ein konzeptioneller Vordenker für, ich glaube, Promi Big Brother. Und der Typ ist halt so, das ist so einer, der diese ganzen Handlungsstränge in diesem Container in den Händen hält, was wird wie gezeigt und so. Und der sehr erfolgreich, habe ich so ein Interview gelesen und wie der so wohnt und so, da wird die Kohle verdient. Da sehe ich dich so ein bisschen, bei Chef von Promi Big Brother. Ich glaube irgendwie nicht, dass das ein Kompliment ist. Schade. Ja, mein Gott, man muss aber, Mensch, meinst du, das war doch immer bei hier Harald Schmidt
und seinem kleinen Feuerstein. Und dann sagte Feuerstein immer, oh Harald, müssen wir denn diese Sendung machen und so? Lass uns doch nur das machen, was wir wirklich wollen. Und dann sagte Harald Feuerstein immer, Harald Schmidt immer zum Feuerstein, Mensch, Feuerstein, wir müssen diesen ganzen Kram machen, damit wir auch das machen dürfen, was uns wirklich interessiert. Versteh das doch mal. Ei, schöne These. Ja? Sehr, 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 sehr philosophisch. Die haben die nur spielen lassen, da mit ihren Formaten, weil sie auch diesen ganzen anderen Kram machen mussten, was sie gar nicht wollten. Wo waren das? War das eigentlich auf ARD oder WDR? Nee, was? Wo waren die denn? Oh Gott. Naja, waren die auch irgendwie vor meiner Zeit. Boah, das ist ja auch vor meiner Zeit. Ist aber ich, klar, ewig lange Herbert her. Feuerstein und Harald Schmidt, das sagt mir noch was. Ewig lange her. Mein lieber CF. Also, wir werden dich tatsächlich leider nicht mehr sehen in diesem Leben im Clownskostüm. Ich verfolge ja dein Instagram-Account. Da sehe ich dich immer nur mit Sushi-Rollen. also kriege ich immer vorgeworfen. Ich sehe dich nur essen und immer nur dieses ekelhafte rohe Fisch. Ja, okay. Wieso? Ich gebe zu. Das ist doch toll. Ja, das sagst du. Leute, die kein Sushi mögen, von denen kriege ich mal auf den Deckel. Ja, gut, man kann ja auch Sushi nicht mögen, das ist ja auch klar. Aber ich sag mal, man kann ja auch diesen Leuten so ein Sushi auch mal schmackhaft machen. Einfach mal frittieren oder den Fisch weglassen, oder? Da gibt es sau viel. Also ich habe natürlich Leute im Umfeld, die mögen kein Sushi und den habe ich doch schon schmackhaft gemacht. Du kannst im Prinzip alles ersetzen. Wirklich, also du musst kein Nori-Blatt drum machen, du musst kein Essig an den Reis machen, du musst kein Fisch reinmachen, kannst alles ersetzen. Es gibt sogar Fruchi, nennt sich das, eine Mischung aus Fruit und Sushi, also sprich Obst im Sushi. Und dann nutzt du eben statt Sushi-Reis, nutzt du dann letztendlich Milchreis und machst dann ein paar Früchte rein. Ja, funktioniert auch. Fruchi. Ich glaube, das wäre was für Frau Carlo, die steht nämlich sehr auf Milchreis. Fruchi. Genau, das zweite, wie du es geschrieben hast, ohne ja. C, das ist... Hab ich das schon mal bei dir gesehen da? Nein. Ich habe es auf jeden Fall schon mal live gemacht. Ach so. Aber es ist generell nicht so bekannt, in der Tat. Es gibt auch sehr wenige Restaurants, die das als Nachspeise anbieten. Das ist echt so ein kleiner Geheimtipp. Wahrscheinlich, weil du halt immer frisches Obst da haben musst und den Milchreis halt extra ansetzen musst. Das ist ja alles ein extra Platz in der Küche. Oh, keine Ahnung. Es ist selten. Es ist jetzt auch nicht das beste Dessert, muss ich sagen, aber du kannst es damit, kannst du Leuten auch zu Sushi bringen. Obwohl, ist nicht das so, dass immer, ich habe hier was falsch gemacht, warte mal gerade, ist das nicht so, dass der Milchreis, der muss doch immer so 3 Stunden unter der Bettdecke parken, der steht doch gar nicht in der Küche. Naja, der Sushi-Reis muss auch Ewigkeiten mit dem Reisessig ziehen, also... Das ist genauso anstrengend. Ach, genauso. Naja, gut, okay. Mein lieber CF, also hör mal, du hier in der Sendung heute Abend zum Thema Karneval, mein Jetzt lieber. Sagt er das schon wieder. Ich muss das irgendwie rausschneiden, ich will so ein Meme von machen. Mein lieber CF, du warst hier heute dabei, live in der Kolkalo-Show zum Thema Karneval und ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Gespräch. Du hast uns ein bisschen deine Karneval-Abneigung erläutert, mein Lieber, und ein bisschen über Fruchi haben wir auch noch geschnackt. Hör mal, wenn dich mal wieder ein Thema interessiert, so wie Karneval, dann ruf doch einfach mal wieder an und dann reden wir mal wieder. Und Leute, ich habe einen Shoutout gemacht hier bei CF, klickt da mal drauf, folgt dem Mann auf Twitch, der ist immer sonntags online, meine ich, ne? Ja, genau. Und kocht für euch und geht auf seinen Instagram-Account, da gibt es Daily CF Fratze und immer mit lecker Sushi und anderen tollen Sachen. Mein Lieber, letzte Frage zum Schluss, hast du endlich dein Geld von dieser polnischen Fluglinie wieder? Oh, schöne Frage. Ja, und zwar zu Weihnachten kam Nein. das Nein! Ja, also um kurz deine Zuschauer abzuholen, ich habe einen Flug nach Japan gebucht, aus unerklärlichen Gründen, nennen wir es Karoni, ist das natürlich nichts geworden und ich habe das im April bezahlt und dann zu Weihnachten kam das Geld endlich wieder. Das war natürlich ein schönes Weihnachtsgeschenk. Mit einem Schleifchen drum zu Weihnachten war die Kohle wieder da. Wie hieß diese vermaledeite Airline? Boah. Also die Airline ist ja nicht, die Fluggesellschaft ist ja nicht schuld, ne? Sondern die, oh Gott, wie heißen sie, das Buchungsportal halt. Ah, okay. Das war,
Das war MyTrip. Mach das nicht. Die haben auch echt ein furchtbares Bestellformular. Die Webseite ist furchtbar. Es gibt keinen richtigen deutschen Kontakt. Also eigentlich gibt es gar keinen deutschen Kontakt. Ach so, du wirst leider niemals eine Kooperation mit MyTrip jetzt kriegen. Das habe ich dir versaut, aber meine Güte. Habe ich ehrlich gesagt noch nie von gehört. Ich kenne immer nur immer dieses Urlaubsguru und wie die alle heißen. Keine Ahnung. Ja. Expedia, diese, Trivago, nennen wir sie doch noch alle. Ist doch egal. Mein lieber CF, also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, dass du die Kohle wieder hast. Wenn dich was interessiert, ruf gerne wieder an, Leute. Das war unser CF hier heute zum Thema Karneval. Ciao, mein Lieber. Ich danke. Bis dann. Tschüss. So, warum wie